Das Wort hat Frau von Berg. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was ist eigentlich das Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes? Das Ziel ist doch, Bildung und Teilhabe für alle Kinder hier in Hamburg zu ermöglichen. Und dieses Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn wir die Hürden ganz, ganz niedrig legen. Was wir zurzeit aber erleben, ist, dass die Hürden sehr hoch gelegt werden. Wenn Sie sich vor Ort mal an den Schulen umgucken und in den Schulsekretariaten mal ein Gespräch suchen, dann werden Sie erfahren, dass die Sekretärinnen und Sekretäre, die gibt es nämlich übrigens auch, Ihnen sagen, dass Sie ewig lange an diesen Anträgen sitzen, dass Sie tatsächlich viele Gespräche führen müssen, um überhaupt Menschen zu finden, die dort Anträge stellen. Und dass das richtig mit richtig viel Beratung zu tun hat und auch damit Menschen vor Ort und in den Schulen abzuholen. Das kostet Zeit, aber das sind echt hohe Hürden. Und diese Hürden müssen abgeschafft werden. Und zu Ihnen, Herr, lieber geschätzter Kollege Lein, Sie haben gesagt, die totale Überlastung, das sei noch gar nicht klar, das sei noch gar nicht evaluiert oder so ähnlich haben Sie sich ausgedrückt. Naja, ich frage mich dann schon, warum ist es erstmal noch nicht richtig abgefragt? Und zweitens wird die totale Überlastung noch gar nicht eingetreten sein, weil eben, wie gesagt, diese ganzen Anträge noch gar nicht abgefragt werden. Es gibt eben einfach wenig Antragstellerinnen und Antragsteller. Und das kann nicht das Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes sein. Und wenn Sie, Herr Kollege Lein, immer sagen, naja, die Vorgängerregierung ist schuld, das ist, finde ich, sehr ideenlos. Also wenn Sie sagen, es liegt an der fehlenden Arbeitsplatzbeschreibung, das ist ideenlos. Jetzt haben wir ein ganz neues Problem, das ist das Problem dieser Regierung, dieses Bildungs- und Teilhabepaket, dieses Bürokratiemonster, wie es man bezeichnet wird, tatsächlich vernünftig, hürdenlos umzusetzen. Das ist eine neue Aufgabe und das hat nichts mit einer angeblich fehlenden Arbeitsplatzbeschreibung zu tun. Und dann frage ich mich natürlich, warum wird die Überweisung abgelehnt, wenn Sie selber gerade eine Steilvorlage geliefert haben, eigentlich, wo Sie sagten, naja, das können wir ja im Schulausschuss mal im Rahmen einer Selbstbefassung machen. Das wäre mein Wunsch. Das ist ein sehr, sehr komplexes Problem, mit dem wir uns hier gerade beschäftigen, weil es einfach so ein Riesenmonster ist. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir die verschiedenen Vorschläge, die wir hier haben, aus den beiden Anträgen, auch mit sicherlich auch aus der SPD, wenn wir die mal vernünftig im Schulausschuss beraten würden. Ja, wie sieht das der Ausweg aus diesem Dilemma, das wir gerade haben? Und das ist tatsächlich auch schon vorher von Frau Herjen angesprochen worden, was wir machen müssen. Wir müssen differenziert auf die Schullandschaft schauen, nicht einfach 41 Stellen mit per Gießkanne auf die Schulen verteilen, sondern wir müssen wirklich gucken, in welchem sozialen Viertel befindet sich diese Schule, wie groß ist die Anzahl der Anträge und auch wie groß ist die Schule. Ich weiß, dass einzelne Schulleiterinnen und Schulleiter sagen, ach, das mache ich mir ganz einfach, da nehme ich eine halbe Stelle, ich habe noch Ressourcen übrig aus anderen Mitteln und schon habe ich das. Ja, das kann für große Schulen, kann das funktionieren. Aber was ist mit diesen kleinen Grundschulen, die nur vielleicht zweizügig sind, dreizügig sind, die haben nicht einfach mal Ressourcen, wo sie sagen, dann schaffe ich mir eine halbe Stelle. Und das müssen wir dringend abschaffen. Und das ist Aufgabe der SPD und des Senates, dort Abhilfe zu schaffen. Abschließend also nur dieses, noch einmal die Bitte, diese beiden Anträge, beide Anträge in den Schulausschuss zu überweisen, damit wir konstruktiv gemeinsam über Lösungen nachdenken können. Vielen Dank.